Willkommen zur heutigen Übungseinheit. Wir haben in den letzten Einheiten uns um die Schulter- und Brustwirbelsäule gekümmert und werden als wichtige Ergänzung den unteren Rücken, die Lendenwirbelsäule anschauen. Um hier effektiv anzufangen, leg dich zuerst einmal auf den Rücken, ganz entspannt den Kopf ablegen, eventuell den Kopf etwas höher legen, wenn das angenehmer ist. Aber wir wollen uns vor allem unten um den Bereich der Lendenwirbelsäule kümmern. Die Füße stell so auf, wie es für dich angenehm ist. Wir werden bei den nächsten Übungen ein wenig Anleihen aus dem Pilates nehmen, bei dem es vor allem ums Aktivieren des Powerhouses der Unterbauchmuskulatur geht und um die Mobilisation der Lendenwirbelsäule. Stell die Füße auf, stell die Beine auf, die Füße gut in den Boden hineinschieben und dann roll hier das Becken auf. Versuche mal das Becken, das Gesäß vom Boden wegzunehmen, bleib aber mit der Lendenwirbelsäule am Boden. Und aus der Position zieh dich langsam nach oben. Wirbel für Wirbel komm hier nur mit der Lendenwirbelsäule vom Boden weg. Das heißt, der Brustkorb bleibt komplett liegen. Nur die Lendenwirbelsäule wird hier abgehoben. Und dann komm Wirbel für Wirbel wieder nach unten. Das heißt, du ziehst hier eigentlich die Bauchdecke nach unten, erst im Oberbauchbereich. Dann wanderst du immer weiter runter. Wirbel für Wirbel ablegen. Bis nur noch das Gesäß in der Luft bleibt. Und dann start wieder neu. Einrollen, langsam abheben, runterrollen, langsam wieder die Wirbelsäule am Boden ablegen. Das kannst du ein paar Mal wiederholen. Du wirst die Oberschenkel, die Gesäßmuskulatur spüren und brauchen für die Übung ganz leicht auch die Bauchmuskulatur, um diese Rollbewegung aus der Aktivierung der Rumpfmuskulatur heraus gut durchzuführen und dadurch bekommst du auch diese Mobilisation in der Lendenwirbelsäule hin. Das kannst du ein paar Mal wiederholen und dann kurz Pause machen. Die zweite Übung geht mehr in die Dehnung. Leg dich dafür auf die Seite. Du kannst hier die Beine so richtig schön zum Körper herziehen. Das Becken und die Beine sind dadurch fixiert und dann zieh hier den Brustkorb leicht nach hinten. Du brauchst gar nicht weit nach hinten kommen, also nicht den Arm ganz zurücklegen, sondern nur ganz leicht den Brustkorb zurückziehen. Leg hier die Hand auf die untersten Rippen, auf den Bauch, auf die untersten Rippen und dann zieh den Brustkorb ganz leicht zurück. Und du spürst dann die Dehnung im Lendenwirbelsäulenbereich neben der Lendenwirbelsäule. Also die Rückenstreckermuskulatur neben der Lendenwirbelsäule wird hier leicht gedehnt, indem das Becken fixiert bleibt und der Brustkorb nach hinten zieht. Ich zeige das von der anderen Seite noch einmal vor. Das heißt, das Becken bleibt fixiert, Hand auf die untersten Rippen und den Brustkorb langsam zurückziehen. Und du spürst dann im unteren Rücken neben der Lendenwirbelsäule die Dehnung in der Rückenmuskulatur. Und wenn du hier eine angenehme Position gefunden hast, bleib eine Zeit lang liegen, ruhig atmen. Mit jedem Ausatmen kannst du dich hier tiefer in die Dehnung rein sinken lassen. Rück so eine halbe Minute, Minute ungefähr bleiben in der Position. Dann einfach die Beine aufstellen. Kurz einmal nachspüren, vielleicht merkst du auch, dass auf der einen Seite, auf der gedehnten Seite, die Lendenwirbelsäule jetzt angenehmer am Boden aufliegt. Und du wiederholst das Gleiche auf der anderen Seite. Das heißt, hier auch wieder die Beine zusammen, gleiche Position, nur auf der anderen Seite, das Becken ist wieder fix. Und die Hand auf dem Bauch, auf die untersten Rippen und dann ganz leicht nach hinten ziehen. Du kannst hier ein wenig herumspielen, wie weit du in die Drehung reingehen möchtest. Achte nur darauf, dass hier das Becken nicht nach hinten zieht. Dafür haben wir die Knie vorn zusammen. Die bleiben fixiert und leicht nach hinten ziehen. Auch hier wieder entspannt weiteratmen. Halbe Minute bis Minute halten. Ganz entspannt in die Drehung reinsinken lassen. Und dann auch wieder zum Abschluss Beine aufstellen,
bequem hinlegen, nachspüren. Und spür den Unterschied zu vorher, dass die Lendenwirbelsäule etwas angenehmer aufliegt. Und das Ganze können wir dann auch dynamischer machen. Also wir gehen etwas dynamischer in diese Dehnung, die Mobilisation der Lendenwirbelsäule. Setz dich dafür hin. Hinter dir brauchst du ein wenig Platz. Du kannst die Beine hier anziehen. Allein durchs Herziehen der Beine hast du so ein leichtes Einrollen im Becken und eine Bewegung in der Lendenwirbelsäule. Roll dich ein und versuch hier langsam nach hinten zu rollen. Etwas Schwung holen und wieder nach vorne zu kommen. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, hier nach hinten zu fallen und dich wieder, dass du wie ein Brett nach hinten fällst. Versuch wirklich das Becken einzurollen, Wirbel für Wirbel runterzurollen. Es kann auch sein, dass das Raufgehen irrsinnig schwierig ist. Dann konzentriere dich nur aufs Runtergehen. Schummel dich irgendwie rauf, aber beim Runtergehen wieder Bauchmuskulatur aktivieren, Becken einrollen. Einrollen, runterrollen und wieder raufrollen. Wie gesagt, das Raufrollen ist schwieriger, wenn es nicht geht, ruhig nur die Bewegung von oben nach unten bewusst durchführen. Was du dann machen kannst, um das Ganze etwas dynamischer zu machen, die Beine strecken. Ein Klassiker aus dem Pilates, leg ein Bein über das andere. Dadurch, dass du hier nach hinten kommst, aktivierst du die Bauchmuskulatur genauso, wie wir sie brauchen, holst die Beine rauf, rollst nach hinten und der Schwung der Beine zieht dich wieder nach vorne. Und du kannst dann hier zusätzlich in so eine leichte Dehnung reinkommen. Das heißt, wir kommen zurück, nach hinten rollen, kommen wieder vor, kommen in so eine Dehnung, Vorbeuge nach vorne. Dadurch, dass die Beine hier überkreuzt sind, hast du auf der Seite, auf der das Bein oben liegt, etwas mehr Dehnung in der Vorlage. Du kannst dann die Seite auch wechseln. Wir machen das so, dass wir beim Zurückrollen hinten die Beine wechseln und wieder nach vorne kommen und in die Vorbeuge gehen. Das können wir ein paar Mal wiederholen. Versuch das aus, zuerst langsam, mit der Zeit kannst du dann immer weiter nach hinten kommen. Wenn du mal ein Gefühl für die Bewegung entwickelt hast. Aber durch die langen, gestreckten Beine kommst du leichter in diese Rollbewegung im Becken, in der Lendenwirbelsäule.